Herzlich willkommen zum VBU-Podcast Marken- und Unternehmenskommunikation mit unserem Kollegen Ralf Haßfort. Guten Tag und herzlich willkommen zum VBU-Podcast mit dem Thema Marke, Markenkommunikation. Ich bin Ralf Haßfort, Berater für Markenstrategie und Kommunikation und Partner im VBU, Verbund Beratender Unternehmen. Meine Eingangsfrage ist bei jeder Beratung: Fels oder Brandung? Wie ist Ihre Kommunikation, wie ist Ihre Marke aufgebaut? Fels, sind Sie derjenige, woran sich der Markt orientiert? Wo keiner drum rumkommt, wo jeder sich daran ausrichten muss? Oder sind Sie eher die Brandung, der dieses Flexible sich sofort anpassen? Ich blätter mal um, um halt darzustellen, wie denn die Marke überhaupt beeinflusst wird. Stellen wir die Marke in den Mittelpunkt. Und das Erste, was ich dann sehe, ist Ihr Unternehmen. Wenn ich irgendwie eine Marke aufbauen will, dann muss sie sich orientieren an Ziele und Werte Ihres Unternehmens. Weil damit definieren Sie, was Sie überhaupt machen, wie Sie mit Ihren Kunden umgehen. Und das soll doch bitte schön auch die Marke transportieren. Kommen wir zu Produkt und Leistung. Na klar, wenn ich eine Marke habe, muss dahinter was stecken. Es muss ein Produkt da sein, das es verdient, eine Marke zu haben. Oder es muss eine Leistung da sein, die mit einer Marke gekrönt nach außen getragen wird. Die Unternehmenskultur: Wie sprechen Sie mit Ihren Angestellten? Wie reden Sie mit Ihren Kunden? Wie sieht man Sie im Markt? Was passiert ringsherum? Und das Budget spielt natürlich auch eine Rolle. Die Marke wirkt natürlich auch vom Markt beeinflusst. Von dem, wo sie überhaupt hindrängt. Was ist es denn? Ist es europäisch? Ist es deutsch? Ist es asiatisch? Wo wird diese Marke positioniert werden? Marke muss also in den Markt passen. Und natürlich zur Zielgruppe. Die Personen wollen wir ja beeinflussen. Wir möchten ihnen zeigen, dass wir auf diesem Markt sind, dass wir als Anbieter da sind mit unserem Produkt, mit unserer Leistung. Und die Marke muss das transportieren. Die muss das so gut transportieren, dass es fest im Kopf verankert wird. Weil nur, wenn ich die Marke, Produkt und Leistung Ihres Unternehmens bei der Zielgruppe halt in den Kopf verankern kann, dann wird es mir gelungen, dass ich halt Nachhaltigkeit erzeuge und der vorher Infizierte Sie anrufen wird, wenn er Produkt und Leistung abfragen möchte. Weil er hat sich gemerkt, Sie sind es, mit dieser Marke ist feststecken geblieben und kann abgerufen werden. Wenn wir uns die Marke weiter angucken, werden wir sehen, es gibt einen Markenkern. Etwas, worauf die Marke aufbaut. Und das kommt gleich im zweiten Podcast. Bis dann.